Was geht, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Chaos mit dem Schattenpriester. Und ich habe mir zumindest ein paar Schriftrollen bzw. Tickets für die Pyra, die dunkle Pyra, habe ich mir in mein Inventar geholt. Und heute geht's weiter mit Leveln. Deswegen würde ich sagen, ich wechsle als allererstes, bevor ich es wieder vergesse, in die Expedition, weil es einfach mehr XP gibt. Ich drücke ja auch immer auf Schadensgruppe. Ich weiß zwar jetzt nicht, was es bringt, aber ja gut, völlig egal. So, wir starten auf jeden Fall. Die Pyra hat 50%. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann tatsächlich auch wirklich für Theos Finsternis gilt, diese 50%. Keine Ahnung. Werde ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit einfach herausfinden. Ah, never mind. Perfekt. Ich wollte zuerst noch mein Mana runterhauen. Nice. Das mache ich jetzt mal eben schnell. So, Mana habe ich runtergehauen. Ich muss sagen, dieser Debuff mit der HP, der ist, der haut schon ganz gut rein, muss ich sagen. Das merkt man auf jeden Fall. Gut, ich bin jetzt bei 50k. Wir werfen rein einen Hermes. Dann einen Intrank, Kapi. Trank des Tornados werfen wir rein. Ein Platin-Adrenalin nehmen wir mit. Wir nehmen mit die legendäre Lilie. Ich hau noch einen ganz normalen Platin-Skill-Zauber rein. Wir aktivieren die XP-Samen. Und dann sind wir eigentlich auch so gut wie durch. Ich mache noch eine Kerze an. Geschwindigkeitstrank, das rein, das rein. Dann sind wir voll gebufft sozusagen und können jetzt starten. Habe ich meine Auto-Attacks auch aus? An? Lul, never mind. Okay, die sind auf jeden Fall an. Gut, ich weiß nicht, ob der Okkultist mich angreift, wenn ich ihn nicht angreife. Oh no, Bro! Habt ihr das gesehen, wie gut mein Dings gestackt hat? Da aber mal ganz schnell mein Absorb gestackt hat. Da aber, also darauf auf jeden Fall erstmal ganz zügig einen Medizintrank. So. Wir haben tatsächlich, ich werde mich hier mal ein bisschen weiter nach vorne begeben. Ich wollte nämlich ein bisschen weiter hinten durch und gucken, ob hier spotmäßig gut was frei ist. Wir haben tatsächlich aktuell noch Item Drop Event. Das heißt Doppel-Drop-Event. Von daher würde ich nämlich tatsächlich ganz gerne auch ein bisschen was droppen. Und dazu aktiviere ich jetzt einfach mal die Drop-Rolle und den Samen dazu. Ich weiß gerade gar nicht. Das lässt sich doch aber auch bestimmt nachgucken. Jetzt muss ich gerade selbst erstmal schauen. Lul, hier unten. Ist der kombinierbar? Ich hoffe, der ist kombinierbar. Deswegen, ich werfe ihn jetzt einfach mal rein. Ja, der nächste Samen geht auf jeden Fall mit rein. Ach, Knochen, den brauche ich nicht aufheben. Die Schlüssel sammle ich auf jeden Fall. Die Truhen sammle ich. Und ja, vielleicht das eine oder andere in Sigma, heißt es, glaube ich. Ich habe es immer noch nicht ganz auf dem Schirm. Werde ich dann wahrscheinlich auch mit aufsammeln und dass ich halt hier die ein oder andere Kiste auch aufmachen kann. Die Insignien braucht man hier, glaube ich, tatsächlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, man braucht sie, um den Sarkophag zu öffnen, der, soweit ich weiß, im 109er Raum ist, und dann kann man da gegen Theo kämpfen, also quasi, ja, demjenigen, dem die Pyra gehört, Kapi. Und nochmal schnell nachbuffen hier. Ach, perfekt, genau. Mein Mana ist nicht unten. Gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen. Da sollte man natürlich dann auch auf jeden Fall drauf achten, dass das Mana immer unten ist. Gerade auch, wenn man mit Medizintränken so ein bisschen was macht. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, man kann den Theo dann quasi oder in diesen Raum rein, wo Theo ist. Das sieht dann tatsächlich, glaube ich, aus wie ein Raum in der Monster-Kombo. Das habe ich tatsächlich mal in einem Video gesehen. Das ist aber schon ewig und 3 Tage her. Und da kann man dann, soweit ich weiß, Waffen droppen.
Ich glaube, die Waffen droppen hier tatsächlich nicht aus den Kisten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Fakt ist auf jeden Fall, und darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute auf jeden Fall ein Level-Up machen. Es sei denn, meine Internetverbindung sagt dann plötzlich, nö, doch nicht. Du kriegst heute kein Internet von mir. Aber wenn das nicht eintritt, dann tritt auf jeden Fall Level 186 ein. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und ich würde sagen, ihr kennt das von mir. Ich werde hier auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Musik dazu einblenden. Und dann gibt es ein kleines bisschen Gameplay zu sehen. Ich denke, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz spannend, der vielleicht den Content gerade nicht spielen kann oder ja, das Spiel auch gar nicht spielt und zuletzt irgendwie vor 10 Jahren gespielt hat. Gibt es auf meinem Kanal auf jeden Fall auch den einen oder anderen. Und ich denke, ja, derjenige wird sich dann darüber freuen. An dieser Stelle gerne einen Daumen nach oben dalassen auf das Video. Abonnieren nicht vergessen. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum Ende des Videos mit einem Zwischenstand, wie es dann XP-mäßig aussieht, ob wir das Level erreicht haben, das 186. Level. Und dann würde ich sagen, bis gleich, Freunde der Sonne. So, Freunde der Sonne, ich habe gesehen, dass tatsächlich bei der letzten Aufnahme was schiefgelaufen ist. Deswegen mache ich jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal das Outro. Und ja, mein Fazit zu der Stunde war auf jeden Fall, dass ich mich sehr angestrengt hatte. Ich war sehr konzentriert bei der Sache und muss also sagen, die Stunde lief eigentlich gut. Ich habe sehr viel gedroppt. Ich hatte etwas über 100 dunkle Schlüssel. Also das Drop-Event habe ich auf jeden Fall ausgenutzt. Hatte mir dann noch ein paar Item-Drop-Booster über den Shop gekauft. Ich habe mir jetzt nochmal welche gekauft. Hier dieses Paket hier, das 600er. Also habe ich mir jetzt quasi nochmal 1200 Samen geholt. Also was soll ich sagen, es war absolut insane, was es an XP gab.
Also ihr seht richtig, ich bin nicht Level 186, sondern ich bin tatsächlich schon Level 187 mit 55%. Und ich habe keine Linie noch hinterhergeworfen, sondern das habe ich tatsächlich in der einen Stunde geschafft. Mein Teemo ist auch schon wieder fast voll, ist bei 87%. Ich habe ihn, glaube ich, viermal abgegeben. Und ja, war also absolut insane die Stunde. Ich hatte dann noch, wie gesagt, die Aufnahme war leider etwas beschädigt. Ich hatte dann noch die Kisten aufgemacht. Diese hier. Wo sind sie? Wo sind sie? Die hier. Die Truhen der Dunkelheit. Da waren einige Sachen drin. Ich habe relativ viel Schurkenzeug rausgekriegt. Auch so ein paar Mixed Items, sprich, wo ein Evasion Siegel drauf ist und ein Hitrate-Siegel. Ich habe festgestellt, ansonsten unterscheiden die sich dann auch in Full Evasion oder Full Hitrate. Hitrate hat ein bisschen mehr Attack auch. Und dann sind noch verschiedene letzte Siegel drauf. Da sind auch 6 drauf, ne? Warte mal eben. So muss ich das machen. Genau, da sind 6 Siegel drauf. Hier zum Beispiel sieht man, ich habe als 6. Siegel hier auf meinem Helm, habe ich Geschick 5%. Da kann dann auch 3000 HP drauf sein oder Stone, also Versteinern. Und ne, das war's, glaube ich, was ich gesehen habe. Ne, wobei auch Hitrate. Hitrate ist, glaube ich, auch noch drauf. Habe ich nämlich auf meinen Schuhen, glaube ich. Genau, magische Angriffsrate 5%. Ich glaube, die Schuhe sind extrem nice. Ich habe die mal verglichen mit den Mixed-Schuhen. Die Mixed-Schuhe haben weniger Magieangriff und klar, dafür ein bisschen Evasion drauf, aber auch weniger HR. Und statt Crit ist da Deadly drauf, aber nur 75%. Ich habe halt Int, was nochmal zusätzlich Attack auch nochmal bedeutet. Und ich habe auch nochmal Hitrate in Prozentzahl, also 5% drauf. Und ich würde sagen, die Schuhe sind schon ziemlich nice. Ansonsten ja, werde ich mal gucken. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Sachen jetzt wert sind. Da muss man sich jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Aber wie gesagt, alles in allem war die Stunde auf jeden Fall sehr gut. Ich habe richtig, richtig XP gekriegt. Auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, es ist ein super Feeling gewesen, erstmal so schnell zu leveln und auch den neuen Content. Also es fühlt sich schon neu an auch. Was ich sehr positiv finde. Auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist dann quasi, dass es dann aber auch relativ schnell vorbei ist. Also ich habe noch nicht mal 2 Stunden Lilie gehauen und ich habe schon fast das Level Cap erreicht. Also 1 Stunde 45 von 185, 1%, auf 187 mit 55%. Eigentlich noch mehr. Mein Teemo ist ja so gut wie voll. Ja, nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall war es eine krasse Stunde. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächste Stunde bringt. In der nächsten Folge werden wir weiter leveln. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann würde ich erstmal sagen, Freunde der Sonne, bin ich erstmal raus. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Und tschüss.